Und da sind wir wieder zurück bei Homesick und... Verdammt, ich habe schon wieder nicht meinen Spickzettel. Moment. Ja, also mein Zettel, wo die ganzen Buchstaben etc. pp. Draufstehen. So, also... Wo waren wir stehen geblieben? Das ist das Q. So. Habe ich das jetzt erst... Ist das jetzt ein Q? Ja, gut. Wir suchten immer noch das R und das J. Ist das hier das J vielleicht? Ja, es ist das J. Okay, und das war das V. Link. Okay. War hier vielleicht noch ein Würfel drinne? Nope. Okay, das finden wir nicht. Die sind auch alle schon beschriftet. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das R sein könnte. Hier haben wir ja eigentlich schon... Da haben wir schon reingeguckt. Verdammt. Und hier... Hier lag auch nichts weiter rum. Schade. Im Regal auch nichts. Okay. Ich gehe erstmal schlafen. Obwohl ich keine Ahnung habe, was ich eigentlich tun muss. Wenn die Nacht hereinbricht. Das sieht so schön aus. Es ist einfach, ich kann da nichts anderes zu sagen. Es sieht einfach so schön aus. Oh, oh, oh. Ach nee, haha. Oh, oh, oh. Sorry. Yes! Wir haben das R. Wie geil. Damit haben wir alles eigentlich jetzt dechiffriert. Und können wir jetzt schlafen. Ich versuch's mal, obwohl ich keine Ahnung habe, was ich machen muss nachts. Okay. Wir laufen einfach mal querfeldein, Ben. Schauen wir mal. Und da geht's schon los. Wo lang? Wo lang? Hier so, ich... Draußen sieht man aber auch nichts, ne? Hilfe! Wisst ihr, wo das lang gehen soll? Nope. Da nicht. Ich habe leider... Oh, Hilfe. Ich habe leider keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Ist alles ein bisschen skurril. Hier komme ich nicht rüber. Aber hier ist so schön. Oh nein, okay. Ich möchte einmal aufstehen. Ich möchte einmal gucken, habe ich eigentlich überall das Licht angemacht, weil ich kam da hinten ja nicht weiter. Da war ja alles dunkel. Hier war es so oder so dunkel, ne? Auch schon im ersten Part. Aber... Ich gehe nochmal zurück zu den Schaltern und lese mir einmal kurz die Instruction durch. Okay, follow this and the elevator will not work. I don't know why it's just really bad, right? I guess, but I found this.
First, make sure that all breakers are off. Then, in this order, turn C on, flip A and B on, then turn C back off. Left is on and right is off. Moment, Stift. So. Also. C on, A plus B on und C wieder off. Dann I on. Von left is on. Und right is off. Ja, kann ich nicht mehr lesen, aber wird schon gut werden. Okay, Huch. What I'm doing. Right is off. Also das ist alles off. So. Also erst C. Dann A und B. Dann mache ich C wieder aus. Und dann mache ich E an. So. Aber ich... Bringt mir das jetzt was, oder? Ich glaube, das bringt mir jetzt noch nicht so viel, ne? Das muss ich bei Nacht machen. Okay. Dann gehe ich noch einmal in meinen Blumengarten und gehe schlafen. So, ja, wissen wir. Gute Nacht. Uiuiui, bin ich aufgeregt. die gehen nicht auf. Das war vorher aber noch nicht da, ne? Das ist mir aber schon bei den anderen Betten aufgefallen. Dass da dann so Urinflecken entstehen. Hust. So, mal gucken. Ja, es geht weiter. Und ich kann nicht nach unten gucken. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Was? Oh mein Gott, ist das cool. Oh. Nein. Ich dachte jetzt schon. Ach, hier fehlen Statuen, glaube ich. Ich muss hier da hinten muss ich noch einen Kopf hinstellen. Okay. Das sieht aus wie echte Menschen. Irgendwie, also. Hier fehlt auch noch eine Statue. Okay. Hier fehlt was. Okay. Ich sag immer okay, ich weiß auch nicht warum. Eine Zeitung. Plans for more company housing unveiled. Plans were announced to build more company housing throughout the region. Könnt gerne auf Pause drücken. Mhm.
Not sure what's real anymore? Nightmares haunt your dreams? Losing your grip on reality? Call Dr. Nick today at KL5 1979. Mhm. Telefon. Nein. Hab ich meinen Schlüssel noch? Yes. Passt der? Hallo? Nope, der passt nicht. Hm. Da komme ich auch nicht weiter. Da sowieso nicht. Wieso komme ich denn hier nicht rein? Ich will da rein. Uiuiui. Ist das? Ach nee, okay. Es hat gerade so geschimmert. Da dachte ich, krapsch es mal an. Kann ich mir hier wieder... Habe ich meinen Eimer noch? Ja. Upsi. Kann ich Blumen gießen? Nee, diesmal kann ich sie nicht gießen, oder? Oder ist es noch nicht so weit? Aber hier kann ich auf jeden Fall schlafen. Also muss ich ja auch irgendwie, Hä? Ah, okay. Wir sind nicht groß genug. Wir brauchen... Ich weiß nicht, ein Seil? Oh! Das war jetzt eigentlich nur ein Scherz. Aber okay. Wenn ich das tun soll, dann tue ich das. Und der... Patsch. Da hinten war noch einer. Komm her. Gruselig. Tadam. Kommen wir jetzt... an das Wasser? Jawohl. So, und jetzt kann ich hier... warte. Hier so, warte, 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 warte. Wo ist er? Gießen. Schon krass alles hier. So, und jetzt könnte ich rein theoretisch wieder schlafen gehen. Und dann mal gucken, ob ich die Tür aufschlagen kann. Ist die Tür hier irgendwo? Kann ich die damit aufschlagen? Yes. Okay. Ich kann auch weitergehen. Ach, jetzt ist die Tür offen. Okay. So erschreckt, ne? Sind das wir? Was?
ist... unsere Axt? Was sind wir? Oh, fuck. Lawsuit Privilege requiring posting of impacts. Public notice of the negative health impact that would be caused by failure to escape and an actual evacuation are required according to the ruling issued today of the Federal Appeals Court for the Circuit. In this case, organization of the court ruled that federal law does indeed require posting public notice listing the impacts in newspaper publication and said the negative impacts include coma, sensitive to sunlight, muscle weakness, memory loss, melting and bubbling of the skin und Nekrosen. Bei uns ist eine Krankheit ausgebrochen? Macht jetzt alles Sinn? Wir sind schwach bei Tageslicht. Wir... Ja, es geht gleich weiter. Residence. Micronodrugs. Oh Gott. Wie hießen wir nochmal? Tosch, ne? Ne, steht hier nichts. Es ist also eine Krankheit ausgebrochen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Hui, okay, das ist, das ist... Oh Gott, das ist heftig gerade. Okay, wir können noch mal schlafen und dann wahrscheinlich raus. Wo sind wir denn jetzt hin? Wo sind wir? Ich kann hier nichts benutzen und ich denke auch nicht, dass ich zum Sonnenlicht kann, oder? Doch, ich kann hier lang. Ach, wat. Kann ich dann auch in die andere Richtung? Also es ist... ich weiß nicht warum, aber wir sind sehr langsam. Ja, das war Homesick. Ein recht kurzes Projekt. Ich glaube, Homesick hat an und für sich 3 bis 4 Stunden Spielzeit. Und ja, sehr rätsellastig. Ich habe mir wirklich gewünscht, dass es vielleicht etwas länger sein wird, weil es war wirklich gut. Ich fand es wirklich, wirklich gut. Und, ach, das sind die... Ah, okay. Die sind das, die da an der Tafel standen.
Ja, wie gesagt, es war wirklich gut. Es war auch schwierig, es war fesselnd, es war atmosphärisch. Das Ende hat mich wirklich ein bisschen geschockt, weil wir haben ja im Voraus gesehen oder gelesen. Naja, wir haben ja eigentlich wirklich über die, ich sag jetzt mal, Industrialisierung gelesen, die ganzen, die Solarenergie, dass man versucht hat, wirklich wieder die Natur mit in die Technik des Menschen einzubeziehen. Und dann haben wir uns gesehen. Und ja. So viel dazu. Ja, ich lasse jetzt noch die Credits durchlaufen. Das war Homesick. Ein Let's Play, wo ich sagen muss, davon sollte es wirklich mehr geben. Es ist einfach so. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin. Tschüss.